schönen Dank. Schön, mal wieder in Essen zu sein. Das ist das zweite Mal, dass ich hier bin. Ich habe auch eine recht traurige Geschichte mitzubringen, aber ich hoffe doch, dass wir am Ende ein bisschen zu lachen haben. Also ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin der Yoshi. Und ich bin ein Nutti, ich bin ein Schoki, ich hänge am Glas. Anfangs genoss ich immer nur so ein, zwei Teelöffelchen im Fernsehen von diesem braunen Gold. Aber dann kam der Frustabbau. Das beginnt schon am Morgen, ich gehe zum Bäcker und sage, ein halbes Dutzend Brötchen, und ich bekomme zur Antwort, halbe Dutzend Brötchen haben wir nicht, wir haben nur halbe Brötchen mit Käse, Salami oder Rührei. Da geht's nach Hause und ich greife zum Glas, schraube auf, knibbel den Verschluss ab und hinein mit dem Löffel. Natürlich bleibt meine Sucht nicht ganz unbeentdeckt. Meine Frau will am nächsten Morgen auch etwas von diesem braunen Gold haben, doch leider ist es leer. Und ich vermute einmal, so sage ich, der Deckel bei Undi hat sich irgendwie verflüchtet. Also brauche ich Vorräte, beim nächsten Mal nehme ich sofort vier Paletten mit. Und als die Kassiererin mich fragt, ob die alle für mich sind, antworte ich, ach kein Quatsch, wir machen ein alternatives Zuckerfest. Und dann kommt der nächste Frust. Poetry Slam, drei Teilnehmer sind wir, ich mache den vierten Platz. Das gibt mir zu denken. Und ich eile nach Hause. Und Leute, ich sag euch eins, da ist nicht mehr mit ruhig. Appell rein, der entjungfert das Glas und dann drei Gläser hinein. Dann kommen die Spreegurken. Sind so richtig schön sauer. Dann packe ich die nächsten vier Gläser in mich hinein. Dann geht es mir ein bisschen besser. Aber es gibt auch Probleme. 500 leere Gläser stehen da und die müssen entsorgt werden. Obwohl, wer diese Gläser kennt, er wisst, die werden ja nie richtig leer. Also habe ich mir Wattestäbchen besorgt. Damit putze ich die Gläser aus, backe sie in meine Yoshi-Dose und habe sozusagen Nutella to go. Nun, zurück zur Entsorgung. Es ist schon peinlich, dieser kleine Kevin von nebenan. Jedes Mal, wenn ich am Glascontainer bin, ruft er, Mutti, der Mann ist schon wieder da. Also fahre ich nachts in fremde Städte, um meine Gläser loszuwerden. Aber eines ist mir nun bewusst, ich bin süchtig, ich bin ein Nutti. Was hilft da? Ich denke, die Raucher zum Beispiel, die nehmen so ein Nikotinpflaster. Also kaufe ich ein Nutella, klebe es mir auf den Oberarm. Nach einem Tag ist die Wirkung vorbei, ich hänge wieder am Glas und schraube. Die nächste Möglichkeit, es gibt sogenannte Zuckerhüllhöhlchen von einem Betroffenen. Dort gibt es Ersatzdrogen. Könnt ihr in die Tonne treten, Nuspli hält genau drei Tage, dann hängst du wieder am Glas. Jetzt bleibt nur noch die harte Tour, die Selbsthilfegruppe. Von einem gegründet, der genau mal wie ich drauf war. Schocktherapie, sage ich euch, Schocktherapie. Er hält uns ein großes Glas und sagt, dieser Inhalt sind 67 Stück Zucker, Würfelzucker. Ist kein Zuckerschlecken, lässt mich aber kalt. Die nächste Situation ist ein Video und man kann sich glauben, diese 4:4-Mannschaft, sprich unsere deutsche Fußballnationalmannschaft, diese Bengals, schmieren sich Nutella aufs Brot. Ein Raunen geht durch den Saal, weil jeder sagt, das geht nicht. Trinkst du einen guten schottischen Whisky mit Coca-Cola? Niemals! Also, die nächste Video. Und jetzt wird's wirklich hart. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Da sieht man Zehntausende Haselnüsse, unschuldige Haselnüsse, die lebendig geknackt werden und dann in heißes Wasser gepackt werden, damit sie die Haut verlieren. Ich nehme mein Glas mit den Gurken und danach erstmal vier Gläser Nutella zu mir. Nun gut, mir blieb nichts anderes übrig als der Karte hinzu. Und hier stehe ich vor euch, seit 14 Tagen bin ich frei. Ja, ist das denn nicht herrlich? Und Moment, bevor ich gehe, hat jemand vielleicht diese kleine Dose gesehen, wo Yoshi draufsteht, mit diesen fantastischen Wattestäbchen, dann gegen Belohnung bei mir abzugeben? Dankeschön!